Signal empfangen. Sichere Funkverbindung hergestellt. In Ordnung, Ziffer. Jetzt wird es ernst. Seid ihr bereit, in das Nest des Adlers einzudringen? Darauf könnt ihr wetten. Der Adler und seine Männer haben sich in einer alten Raffinerie unter dem Fluss eingegraben. Ich übermittle die Koordinaten. Ihr werdet den Angriffstrupp führen. Militärische Verstärkung werden die Basis umstellen und euch hineinfolgen. Das Primärziel ist es, den Adler gefangen zu nehmen oder auszuschalten. Verstanden und bestätigt. Euer Sekundärziel sind die Vernichter. Die Terroristen haben damit begonnen, ihre biomechanischen Waffen über imperialen Welten in Stellung zu bringen. Sobald sie einsatzbereit sind, können sie vom All aus auf unsere Städte und Militärbasen feuern. Warum wurden die Waffen noch nicht aktiviert? Vielleicht sind die Vernichter noch nicht ganz ausgereift. Vielleicht ist die Aktivierung schwieriger als erwartet. Wenn ihr in dieser Basis seid, lasst niemand entkommen. Der Adler darf nicht weiter morden. Wächter 2, Ende. Sir, wir sind umstellt. Thurston und Jarrow haben versucht durchzukommen, aber die Imperialen sind überall in den Sümpfen. Das sind sie. Verdammt! Ich habe Jarrow versprochen, sie würde mit einem Detonator in der einen und einem Glas Branntwein in der anderen Hand sterben. Anscheinend hat sie mich zum Lügner gemacht. Es tut mir leid, Sir. Das muss es nicht. Ihr wart meine einzige Hoffnung. Jetzt findet einen Weg heraus. Ich komme bald nach. Schon gut, ich sehe euch. Ich konnte den Jungen doch nicht ohne Hoffnung gehen lassen. Habt ihr bemerkt, wie stark die Revolution ist? Zellen auf Nar Shaddaa, Tolatin, Molavar, Alderaan, Balmorra. Beeindruckend. Ganz egal, wie es endet. Was ihr beeindruckend findet, ist ganz einfach nur Terrorismus. Terrorismus ist nie einfach. Genauso wenig wie Rebellion oder Geheimdienstarbeit. Ich schätze mal, das ist euer Gebiet. Ihr seht nicht nach Militär aus. Verratet mir eins. Wie viel weiß das Imperium schon über mich? Was habt ihr mit euren Methoden herausgefunden? Wir haben alles über eure kleinen Orbitalwaffen rausgefunden. Eure Vernichter. Seht hinter mich. Das ist ein Vernichter. Die Technologie wurde auf Drom und Kaas und Balmorra entwickelt. Sie können überall produziert werden und 6 Dutzend sind schon bereit. Sie warten nur noch auf Befehle. Aber auch ohne die Befehle werden sie nach gewisser Zeit aus dem Orbit heraus blind auf Städte feuern. Die Vernichter sind nutzlos. Ohne euch ist die Bedrohung vorbei. Ihr seid nicht dumm genug, um das zu glauben. Ohne die Codes werden die Vernichter zwar unsere Ziele nicht treffen, aber Chaos und Tod werden trotzdem ein Zeichen setzen. Wir sind fertig. Möge einer von uns die ruhmreiche Zukunft des Imperiums erleben. Verdammt seid ihr. Selbst als wir umstellt waren und ich euch sah, dachte ich nicht, dass es so enden würde. Aber wie schon gesagt, es spielt keine Rolle. Die Vernichter werden sich aktivieren. Das Imperium wird brennen. Und ihr wurdet verraten. Haltet still. Ihr müsst medizinisch versorgt werden. Mein Unterstützer, der mir gezeigt hat, wie ich die Zellen vereinigen kann und die Vernichter entworfen hat, ist einer eurer Leute. Ein Verräter eures Imperiums hat uns die ganze Zeit geholfen. Eure Zivilisation ist so korrupt, dass sie sich selbst zerstört. Und jetzt verratet ihr alles? Was soll das bringen? Ich sehe den Samen der Zwietracht. Kurz vor dem Tag der Vernichtung. Lebt wohl. Genießt meinen Abgang. Detonator in Deckung! Bereich gesichert. Geht es euch gut? Ziffer 9, hier Wächter 3. Seid ihr verletzt? Das war eine heftige Explosion. Wo wart ihr vor ein paar Minuten? Tut mir leid. Als der Angriff begann, mussten wir die Umgebung sichern und uns langsam nähern. Der Aufseher hat mich geschickt, um bei der Informationssuche zu helfen. Ich soll die Computer des Adlers hacken. Ich werde auch dieses Gerät hier prüfen. Ich glaube, es ist ein Vernichter. Beeilt euch. Die Vernichter sind vielleicht immer noch eine Bedrohung. Verstanden.
Ziffer? Ich habe ein paar vorläufige Informationen. Es gibt schlechte Neuigkeiten. Ich habe gehört, was der Adler gesagt hat. Anscheinend stimmt es. Wenn niemand den Vernichter neue Befehle gibt, schlagen sie wild los. Sie werden auf zufällige Ziele feuern. Wer hat sich denn so eine Sicherung ausgedacht? Sie ist Teil ihres organischen Charakters. Ich glaube, ausgedacht hat sich das niemand. Es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich habe ihren Steuerungsmechanismus entschlüsselt. Mit den richtigen Codes kann man die Ziele der Geräte einstellen oder sie ausschalten. Der Adler hat eine Hälfte der Steuerungscodes auf seinen Computern gespeichert. Jemand anderes muss die zweite Hälfte haben. Er hätte die Vernichter also gar nicht alleine aktivieren können? Anscheinend nicht. Der Adler hat wohl auf seinen Partner gewartet. Sie hätten dann gemeinsam die Ziele der Vernichter eingestellt und sie aktiviert. Ihr solltet nach Drom und Kaas aufbrechen. Ich glaube, hier könnt ihr nichts mehr tun und der Aufseher erwartet euch im Hauptquartier. Ziffer 9, tretet ein. Das sollte eigentlich ein triumphaler Moment sein. Es ist eine bedeutende Leistung, den Adler auszuschalten. Aber die Krise ist nur noch schlimmer geworden. Die Vernichter könnten jeden Moment losfeuern. Was ist euer aktueller Status? Wächter 2, Bericht. Die Moffs haben die Truppen in der Gegend in Alarmbereitschaft versetzt. Und es wird bereits nach den Vernichtern gesucht. Unglücklicherweise sieht es so aus, als könnten wir nur alle 5 Stunden ein Gerät finden. Es wird Wochen dauern, sie alle zu zerstören. Enttäuschend, aber keine Überraschung. Schadensprognose? Für jeden betroffenen Planeten gehen wir von 10 bis 50 Millionen Toten aus. 40% Militär, 60% Zivilisten. Ich schätze, es gibt einen Plan. Um die Vernichter in großem Stil zu deaktivieren, brauchen wir die Steuerungscodes. Die Hälfte der Codes war auf den Computern des Adlers. Es ist anzunehmen, dass die andere Hälfte bei seinem Unterstützer ist. Ja, der Unterstützer. Ein Mann, der laut Aussage des Adlers ein Imperialer ist. Irgendeine Vorstellung, um wen es sich handelt? Ich habe meine Zweifel, dass dieser Unterstützer wirklich eine hohe Stellung im Imperium besitzt. Eine solche Person könnte unmöglich unserer Aufmerksamkeit entgangen sein. Und doch dürfen wir die Möglichkeit eines Verrats nicht ausschließen. Darum auch dieses Geheimtreffen. Nur die Personen in diesem Raum sind eingeweiht. Ihr habt Wächter 3 nach Hutter geschickt. Er weiß auch Bescheid. Ein Versehen. Wächter 3 wurde instruiert, mit niemandem zu reden. Fahrt mit dem Bericht fort, Wächter 2. Der Adler hat regelmäßig Nachrichten an jemanden im Artus-System geschickt. Artus ist unbewohnt, ohne Ressourcen und weit ab der wichtigen Hyperraumrouten. Unser Unterstützer könnte sich dort gut verstecken. Ich möchte, dass ihr dort nach ihm sucht. Ihr müsst den Unterstützer des Adlers und seine Hälfte der Steuerungscodes finden. Wächter 2 wird sich dort mit euch treffen. Sie weiß mehr als jeder andere über die Vernichter. Ist das in Ordnung für euch? Ich tue, was ich tun muss. Eure Schiffe werden mit Tarnvorrichtungen ausgestattet. Sie überstehen nur einen Sprung, aber sie bringen euch unbemerkt ins Artus-System. Danach solltet ihr die Basis des Unterstützers infiltrieren. Nehmt die Steuerungscodes der Vernichter an euch und beendet die Bedrohung. Wächter 2, das war alles. Wenn ihr mich vor der Mission noch sprechen wollt, findet ihr mich in meiner Station. Da ist noch eine Sache. Darth Sorit hat mitbekommen, dass ihr von Drom und Kaas zurückgekehrt seid. Sie will euch sprechen. Wir stehen uns ziemlich nahe, Sorit und ich. Da bin ich mir sicher. Wenn ihr fertig seid, reist ins Artus-System. Das ist unsere einzige Chance, Ziffer. Wenn ihr scheitert, kommt uns das teuer zu stehen. Ziffer, ich bin froh, dass ihr vorbeiseht. Ich bin die Missionsparameter durchgegangen, habe die Steuerungscodes der Vernichter analysiert, die Scans des Artus-Systems. Wir stehen vor einem Geheimnis. Und ich hasse Geheimnisse. Vielleicht hasst ihr Geheimnisse, aber ihr seid ziemlich gut darin, sie zu lüften. Das bin ich. Und das gebe ich offen zu. Nennt mich ruhig eingebildet. Aber ich möchte wissen, dass meine Existenz einem Zweck dient. Was ist mit euch? Was geht in eurem Kopf vor sich, seit dieser Vernichtungstag-Countdown begonnen hat? Ich muss ständig daran denken, dass wir von jemandem verraten werden. Tut das nicht. Der Aufseher kennt alle Beteiligten und Lodent und ich können die psychologischen Profile auswerten. Wenn es einen Verräter gibt, finden wir ihn. Verdächtigt ihr niemanden von den Leuten hier? Das ist der falsche Zeitpunkt und der falsche Ort, Ziffer. Ich werde nicht weiter über diese Angelegenheit reden.
Auf jeden Fall solltet ihr euch bereit machen. Die Vernichter werden nicht auf uns warten. Dann haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Ihr sagt es. Sobald ihr ins Artus-System aufbrecht, hänge ich mich an euch dran. Wir treffen uns dort. Physisches Trauma mit elektrischen Verbrennungen, Fleischwunden und Netzhautschaden. Langfristige Behandlung im Kolto-Tank ist dringend erforderlich. Ein Mitglied des Rats der Sith soll sich in einem Behälter verstecken? Zur Heilung? Ich bin programmiert, medizinische Ratschläge anhand aller... Raus hier! Lass dich auseinandernehmen, zu einem Suchtruiden machen und zum verlassensten Ort im Imperium schicken! Seht nur, Agent. Sie haben mich verletzt und verspottet. Wie konnten Sie nur? Wahrscheinlich wollte euch jemand demütigen. Ich bin ein dunkler Lord der Sith. Ich sollte nicht demütig sein, sondern der Galaxis Demut beibringen. Nachdem Vyord Janol gebrochen war, rief ich den Rat zusammen. Ich verlangte von den Lords den Respekt, der mir zusteht. Ein paar wurden wütend und verspotteten mich. Sie haben mich gefoltert und gewarnt, meine Grenzen nicht noch einmal zu überschreiten. Der Rat der Sith hat euch das angetan. Sie haben mich ein arrogantes Kind genannt, meiner Position unwürdig. Es ist alles Yaddus Schuld. Er war mein Meister, aber er hat mir nie beigebracht, was ich wissen musste. Jetzt ist er tot. Und ich bin nicht bereit für einen Sitz im Rat. Wenn ihr der Verantwortung nicht gewachsen seid, solltet ihr zurücktreten. Narr! All meine Feinde würden mich sofort angreifen. Und genauso Yaddus Feinde. Ich weiß, was beim imperialen Geheimdienst vor sich geht. Ich weiß, dass ihr auf einer Mission seid. Und dass der Adler nicht der Mann ist, für den ihr ihn gehalten habt. Schwört, dass ihr den Mann findet, der meinen Vater getötet hat. Schwört, dass der Verantwortliche dafür bezahlt. Dass ich dieses erbärmliche Leben führen muss. Es ist mein oberstes Ziel, die Vernichter abzuschalten. Und nicht Rache zu üben. Ihr weigert euch? Ich bin immer noch ein Sith. Wenn Darth Yaddus nicht ermordet worden wäre, hätte ich nie seinen Platz im Rat eingenommen. Ich wäre nie gedemütigt worden. Seine Mörder sind schuld. Schwört, dass ihr sie leiden lasst. Ihr seid erbärmlich, Zorret. Raus hier. Geht mir aus den Augen, sofort! Kriecht hier raus, bevor ich euch verbrenne!